konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zurzeit bequem in Europa erholten. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei. Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz aus. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sind der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache. Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihnen nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Paulie kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen. Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir daran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich, aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst, aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein Bestes, Boss. Und Tommy, falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. So, weiter geht's mit Mafia. Bonatura oder irgend sowas. Schauen wir mal. Wo gehen wir denn hin? Müssen wir nicht warten, wir müssen doch dadurch, oder? Ja. Denn wir brauchen ja ein Auto. Was nehmen wir denn? Wer ist das? Hey, Tom! Hey, wir haben zweimal die gleiche Karre. Nimm die. Dann fahren wir nur noch schnell vor zum... wie heißt der Wind? Na, stopp. Weil wir brauchen ja bestimmt Waffen. Schätze ich mal. So, auf die Tür. Wo ist denn der? Guten Abend, Vincenzo. Ah ja. Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Tommy, ein Schläger scheint angemessen. Wenn du einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Danke, Vincenzo. Auf jeden. Dankeschön, Winnie. So. Dann geht's da mal weiter. Ah, wir gehen aber den Schläger weg. Brauche ich nicht. Da müssen wir mal schauen zu dem Salvatore. Bin mal gespannt, was das für einer ist. So. Schauen wir mal, was der Salvatore kann. Wo war der in Hoboken? Da können wir ja so fahren. Naja, jetzt gibt's erstmal einen fetten Einbruch. Jawollo. Bin echt gerade da mal überrascht. Hoffentlich sind da nicht so viele Wachen oder so. Nicht, dass die uns überfallen. Wir schaffen die nicht. Und wir sollen ja nicht schießen, hat's quasi. Und den Staatsanwalt in Ruhe lassen.
Also schauen wir mal, ob das jetzt da so funktioniert. Jetzt fahren wir erstmal rüber. Holen den Salvatore ab. Ja, mit 60 warten wir dann mal den Tempomat raus. Dann fahren wir da so langsam. So, wo muss man hin? Links oder rechts? Ja, wir müssen da vorne dann wieder über die Giuliani Bridge. Okidoki. So, lala. Gas geben. Wird wahrscheinlich die Mission, schätze ich mal, wird sicher total schwer. Weil die letzte, die Flughafenmission, was wir gemacht haben, eine zuvor, die war ziemlich heftig. Ah, der ist da unten, also geradeaus einfach. Aber wir sind im Dunkeln, also haben wir irgendwie einen Vorteil. Ist auf jeden Fall Nacht. Boah, die Ding, die Flughafenmission zuvor, die war schon schwer. Also vor allen Dingen dann, wo man in die Dinger reingeht. In diese Häfen oder wie man das sagt, Hallen vom Flugding, von die Flugzeuge, wo dann die ganzen Gangster drin waren. Das war dann schon schwer. Also die Eingangshalle war einfach. So, jetzt sind wir da, oder? Ist das der der ist der Salvatore, der hier. Na, steig mal ein hier. Ah, der wieder läuft. Guten Abend, Chef. Machen wir uns auf. Gut, wo geht's denn hin? So, du knackst also jeden Safe im Land, was? Wo müssen wir jetzt Fast hin? Jeden, Chef. Und wie hast du das gelernt? Mein Opa war im Geschäft, ist sozusagen Vererbung. Die Safes werden immer besser, also muss man stets in Übung bleiben. Manche von diesen modernen Safes sind kaum zu knacken. Aha. Das kann ja nur was werden. Wenn der das bloß vererbt hat, der Salvatore. Oh, 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 oh. Wir müssen mal stoppen. Oh, 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 oh. Wir machen nichts. Wir haben nichts getan. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Nö, nö. Niemals. War schlecht. Steig ein. Wir sollten da lieber den Tempomat drin lassen. Ist zu gefährlich, wenn dann ein bisschen über 60 fahren. Dann kommt wieder die Bullerei. Schlecht. Ach, wir müssen da hoch oder auf irgendeinem Berg. Aha. Also da links frei. Na, es geht mit 60 schon hoch. Boah, der zirkt ja gar nicht das Auto. Boah, 30 fährt der da hoch auf den Berg. Wahnsinn. Was mich gerne mal interessieren wird, wie viel PS hat dieses Auto, dass das so langsam da hochfährt? Gibt's ja nicht. Schneckentempo. Ah, das andere vor mir, da fährt ja nur langsamer. Komm, Überholmanöver.
glaube, oben da mal wieder ein Tempomat rein. So, wo müssen wir hin? Rechts drüber. Ach, das ist da unten, okay. Da rein. Wahrscheinlich hat der für die Luxusvilla der Staatsanwalt da drin. Weil es heißt, das sind ja Wachen da. Okay, da wären wir. Parken wir da mal. Sicher ist sicher. So, und jetzt? Drei, oder? Knack mal auf da. Hallo. Kennen wir doch gar nicht rein. Wächst du es auf, Salvatore? Wird's versuchen, Chef. Mach mal auf die Tür. Schneller, das sind Bullen, oder? Das ist Polizei? Ja, doch. Alles klar, Chef. Da, Vorsicht, nicht, dass die Polizei da noch kommt. Türe auf. Sie sind schon wieder aus. Sei leise und